Guten Morgen, liebe Geschwister. Vielleicht kennt ihr diese Menschen, die überall in der Wohnung die passende Bibelstellen aufgehängt haben. Und heute möchte ich mit euch über eine Bibelstelle sprechen, die da meist in der Küche hängt. Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Im Ursprung des Verses geht es allerdings nicht darum, auf ein zweites Stück Kuchen zu verzichten, sondern es geht um Demut. Demut ist ja so ein Wort, was wir selten außerhalb unserer Gemeindetüren benutzen. Es bedeutet schlichtweg, sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Über Johannes den Täufer, der diesen Satz gesagt hat, wissen wir, dass er Jesus vorausging. Er war im Volk Israel und weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Und viele Menschen dachten auch schon, dass er der verheißene Messias sei. Johannes war damals ein Rabbi, heute würde man Lehrer sagen, und jeder Rabbi hatte auch Jünger, die ihm nachfolgten. Und so hatte auch Johannes viele Jünger. Johannes war zu der Zeit schon einige Jahre in Israel unterwegs. Allerdings findet kurz darauf ein Übergang statt. Jesus betritt die Bühne und dann setzt eine Wanderbewegung ein. Viele Jünger von Johannes wechseln zu Jesus. Die verbliebenen Jünger, die bei Johannes geblieben waren, sehen, dass der Stern ihres Rabbis, auf dem sie auch teilweise ihr Leben ausgerichtet haben, langsam verblasst. Und sie kommen zu ihm und sagen in Vers 26: Der bei dir war, jenseits des Jordans, gemeint ist ja Jesus, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes erklärt ihnen dann, dass er schon immer auf Jesus hingewiesen hat. Und dass es richtig ist, dass er, Johannes, abnimmt, während Jesus zunimmt. Johannes der Täufer zeigt hier Demut. Es geht nicht um ihn, es geht um Jesus. Wie gerne würde ich in meinem Dienst sagen, dass mein Fokus immer Jesus ist. Aber auch ich falle immer wieder. Und dann wird mir das Lob der anderen doch zu wichtig. Dabei ist meine Aufgabe und die Aufgabe von Johannes dem Täufer ziemlich identisch. Auf Jesus hinweisen. Schlichtweg. Wie oft tust du deinen Dienst, damit du selbst gesehen wirst? Jeder von uns Menschen möchte beachtet, gesehen und gelobt werden. Und das ist ja auch völlig natürlich. Aber genau hier setzt der Vers an. Mein eigener Wunsch, gesehen zu werden, soll kleiner werden. Jesus soll wachsen. Mein Ziel ist, ein Hinweisschild zu werden. Deins auch? Lass uns heute mal besonders für die Leute beten, die einen sichtbaren Dienst in der Gemeinde haben und besonders herausgefordert sind. Unsere Sänger, die Prediger und die Moderatoren sind über jedes Gebet dankbar. Amen.